Die CDU sagt, ja, ich will. 97% Zustimmung gab es am Montag zum Koalitionsvertrag. Gute Stimmung auf dem Parteitag, aller Ärger irgendwie wie weggejubelt. Jetzt kommt es auf die SPD an und alle schauen mit Spannung auf das Ergebnis des Mitgliederentscheides. Am Sonntag wird bekannt gegeben, ob die über 460.000 Parteibuchinhaber bereit sind für ein neues Miteinander mit CDU und CSU. Auf dem Spiel steht dabei nicht nur die Große Koalition und überhaupt eine neue Regierung, sondern auch die Zukunft der Sozialdemokratie in Deutschland. Das Schicksalsvotum, wie entscheiden die Genossen? Darüber sprechen wir in dieser Runde und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße Professor Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin. Sie lehrt hier in Berlin an der Hertie School of Governance. Herzlich willkommen. Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Ich begrüße Reinhard Schlinkert, Wahlforscher und Generalbevollmächtigter von Infratest DIMAP. Und herzlich willkommen Eva Quadbeck, Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post. Und mit Ihnen würde ich direkt mal anfangen, Frau Quadbeck. Seit so vielen Monaten, ich glaube irgendwie 160 Tage seit der Bundestagswahl, warten wir ja nun darauf, dass es eine neue Regierung gibt. Es ist für die Beobachter ja auch eine lange Strecke. In der Tat, jetzt, ja. Jetzt am Sonntag, womit rechnen Sie jetzt? Also ich denke, dass das Rennen offen ist. Ich möchte nicht die Prognose stellen, so nach dem Motto, die werden das schon nach Hause schaukeln. Wenn man sich einfach mal anguckt, was so an der SPD-Basis in den verschiedenen Regionen los ist, dann ist das wirklich schwer zu sortieren. Der Osten ist sehr skeptisch, Bayern ist sehr skeptisch und vor allen Dingen der mitgliederstarke Landesverband Nordrhein-Westfalen ist sehr, sehr skeptisch. Und da haben wir es ja sogar mit einzelnen Ex-Ministern zu tun, die den No-GroKo-Aufruf unterschrieben haben. Und das ist der mitgliederstärkste Landesverband. Der ist kaum einzuschätzen. Und die Wut der Basis ist doch relativ groß, weil so viel schiefgelaufen ist während der vergangenen Wochen und Monate, dass also viele Mitglieder möglicherweise am Küchentisch da auch noch mal Rache nehmen, auch wenn sie den Koalitionsvertrag inhaltlich gar nicht so schlecht finden, weil dass da ungefähr 70%, also etwa 3/4 SPD drin steckt. Das ist ja tatsächlich so, wenn man sich die Sozialpolitik anguckt und eben auch noch viele andere Punkte. Ja, da gucken wir gleich mal genauer drauf. Aber Sie sagen, es ist eben nicht klar. Also Sie sagen, es ist wirklich offen. Okay. Frau Römmele, wie würden Sie es einschätzen? Wie würden Sie die Stimmung an der Basis einschätzen? Und wie, wenn Sie jetzt eine Wette machen könnten, pro oder gegen GroKo? Also ich würde eine Wette vermeiden, muss ich gleich sagen. Aber wenn ich eine machen müsste, wäre ich jetzt nicht ganz so skeptisch wie Sie, sondern würde sagen, dass es reichen wird. Es gab Anfang letzter Woche eine Umfrage, die die Wähler befragt hat, aber auch die SPD-Sympathisanten befragt hat. Und da gab es doch eine große Zustimmung für die GroKo. Jetzt sind natürlich SPD-Sympathisanten nicht SPD-Mitglieder. Das wissen wir alle auch. Aber ich denke, dass die Gespräche, die es jetzt an der Basis gibt, die Auseinandersetzungen, die es an der Basis gibt, die Debatten, die ja auch hier ganz stark geführt werden, dass die durchaus auch dazu beitragen, dass mehr Leute dann letztendlich sagen würden, also mehr Mitglieder sagen werden, dass sie jetzt in die GroKo eintreten. Also ich rechne eigentlich mit einem deutlicheren Ja, als ich es vielleicht noch vor 2 Wochen gesagt habe. Okay. Aber wie gesagt, um die Wette schlage ich mich nicht. Okay, gut. Herr Hüter, wie würden Sie es einschätzen? Weil bei dem Mitgliedervotum muss man ja Ja oder Nein ankreuzen. Es liegt ein Brief dabei vom Parteivorstand, aber es liegen keine Argumente von den Gegnern dabei. Da gab es auch schon Kritik. Ja. Also ist das eigentlich wirklich eine offene Abstimmung und wie würden Sie es einschätzen? Naja, eine offene Abstimmung ist es in jedem Fall, denn die Gegner haben ja auch alle Möglichkeiten in all diesen Ortsverbandsveranstaltungen, sich da einzubringen. Ich glaube, am Ende wird es ein knappes Votum dafür geben, aber halt deutlich knapper als vor 4 Jahren. Da waren es ja, glaube ich, so 75%, ja, 75%, die dann ja auch dieser Koalition von 2013 bis 2017, sagen wir mal von der SPD her, auch einen stabilen Rückhalt gegeben hätte. Man hätte ja auch überlegen können, während der Legislatur mal Rot-Rot-Grün zu probieren. Es hätte ja gereicht im Parlament. Das hat man nicht gemacht. Also es war stabil. Das wird es nicht sein. Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an den Brexit. Da treten jetzt Leute an, die für etwas werben, was sie vorher sozusagen mit Vehemenz abgelehnt und ausgeschlossen haben. So ähnlich wie Cameron auch, der dann für den Verbleib Großbritanniens der Europäischen Union geworben hat, obwohl er ein Jahrzehnt genau das Gegenteil betont hat. Also ein bisschen mit dieser Schizophrenie ist ja auch die Partei. Sie hat keine wirkliche Führung, sie weiß nicht wohin. Sie hat quasi den Gang in die Große Koalition organisiert, könnte man bösartig sagen, um ihren Vorsitzenden loszuwerden, weil es ja offensichtlich mit dem nicht ging. Okay, also alles schwierig. Herr Schlinkert, helfen Sie uns mit den letzten Umfragen? Also wenn wir haben jetzt hier so ein
eher so einen gefühlten Eindruck von der Diskussion an der Basis. Aber was sagen denn die Umfragen, wenn man die SPD-Anhänger fragt? Ja, das ist das Erste. Finde ich auch schön, dass die Kollegen dürfen ja alle ein Gefühl abgeben. Dürfen sie auch, ja. Ich halte mich immer sehr zurück, sondern gucke auf die Zahlen, die wir haben und die Ergebnisse, die wir haben. Und die probiert man irgendwie zu interpretieren. Natürlich, was ich vorhin sagte, haben wir vorige Woche nachgefragt, wie finden Sie denn das Ergebnis dieser Koalitionsverhandlungen? Und diejenigen, die also gesagt haben, ich wähle jetzt wieder die SPD, das war ein bisschen mehr als vorher, die haben zu 3/4 gesagt, der SPD, wir finden das einen guten Kompromiss. Und bei den Unionswählern, die auch wieder ein bisschen hochgegangen sind, waren es auch 2/3, die sagen, wir finden das einen recht guten Kompromiss. Aber das sind natürlich keine Mitglieder dieser Parteien. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wir wissen ja alle, wie groß der Bundestag geworden ist. Der ist natürlich auch deshalb so groß geworden, weil es eine ganze Reihe von Ausgleichs- und Überhangsmandaten gegeben hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jedenfalls eine ganze Reihe natürlich auch von SPD-Abgeordneten sich fragen, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir jetzt Neuwahlen kriegten mit diesen Prozentzahlen, die wir im Moment haben, wobei es also bei der CDU sicherlich wieder leicht aufwärts und auch bei der SPD leicht aufwärts geht. Was würde denn eigentlich aus mir werden? Und wie Sie vorhin richtig sagten, nicht nur die Gegner werben dann in den Ortsverbänden, natürlich auch die Befürworter. Aber das habe ich mir schon lange abgewöhnt, Vorhersagen zu machen und sagen, das wird am Sonntag so oder so. Das finde ich auch eigentlich das Wichtigste an Meinungsforschern, dass man sagt, gut, wir haben ein Instrument, wo wir Zustände messen und Stimmungen messen, aber wir sind nicht dazu da, in eine Glaskugel reinzugucken und sagen, und in 3 Tagen wird das und das und das sein. Wir wissen alle, dass das nicht so ist. Aber hat sich verändert? Kann man dazu was sagen? Ja, die ist positiver geworden, die ist auch positiver geworden, was die Zustimmung zu der Großen Koalition angeht. Die ist auch leicht besser geworden. Es gibt ja immer noch eine Mehrheit in Deutschland, eine leichte Mehrheit, die sagt, jawohl, ist gut, wenn Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Und wir haben das hier in Deutschland eigentlich oft erlebt. Wenn die Krisen am größten sind, was suchen die Deutschen denn? Sie suchen Ruhe und freuen sich weiterhin, wenn es ihnen gut geht. Heute kamen wieder gute Arbeitslosenzahlen auf den Markt. Und solange in Deutschland 88% sagen, nächstes Jahr geht es mir persönlich genauso gut wie dieses Jahr oder besser, dann ist doch völlig klar, wonach sehnt man sich? Nach Ruhe. Und was habe ich die Tage auch mal gesagt? Uns geht es auch ohne Regierung doch ganz gut. Ne? würde es aber auch mal Sinn machen, wenn man mal einen Haushalt verabschiedet und die wieder arbeiten können. Sie haben ja eben gesagt, Frau Quadbeck, vielleicht am Küchentisch, kommt da vielleicht so eine Wut raus. Was denken Sie, was war sozusagen hauptausschlaggebend oder was kann hauptausschlaggebend sein für das Ja oder Nein zur Großen Koalition? Ist das dann die Abrechnung mit der Partei? Ist das das Gefühl, weil wir brauchen Sicherheit? Was denken Sie? Also wenn es ein Nein gibt, dann ist es eindeutig ein emotionales Nein, ja, dann ist es eine Wahl aus dem Bauch heraus der SPD-Mitgliedschaft. Und wenn es ein Ja gibt, dann ist es ein rationales Ja, weil die SPD nämlich dann einsieht, dass es zwar nicht großen Spaß macht, mit der Union zu regieren, dass es ihr aber damit immer noch besser geht, als dann mit 15% oder vielleicht auch irgendwann wieder 17% oder 18% in der Opposition zu sitzen. Ich hielte es sogar für existenziell bedrohlich, wenn die SPD-Mitgliedschaft Nein sagt. Weil was tut der SPD denn wirklich nicht gut? Das ist doch die Selbstbeschäftigung mit sich und ihrer Partei, die sie ja das jetzt seit 5 Monaten gut, seit vielen Jahren. Ja. In extenso betreibt. Und wenn sie dann zumindest wieder in Regierungsverantwortung ist, dann hat sie wieder etwas anderes zu tun, als sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das, was sie ja schon seit 25 Jahren versuchen, nämlich einen sogenannten Erneuerungsprozess aufzulegen, der hat bisher in der Opposition nicht geklappt und der hat in der Regierung nicht geklappt. Und dann muss man halt mal überlegen, ob es möglicherweise auch an den handelnden Personen liegt, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt werden sie wahrscheinlich eine Frau an ihre Spitze wählen, die zumindest strategisch ganz gut aufgestellt ist, die vielleicht andere Defizite hat, aber die doch etwas von Strategien versteht. Und dann müsste man mal sehen, ob da dann es gelingt, einen Prozess in Gang zu setzen. Es liegt aber nicht daran, ob sie regieren oder ob sie nicht regieren, ob sie sich nochmal neu aufstellen. Mhm. Herr Hüther, wenn man rational argumentieren müsste, weil Frau Quadbeck das eben sagte, wenn es ein Ja ist, ist es ein rationales Ja. Ist dieser Koalitionsvertrag ein Vertrag aus Ihrer Sicht, wo man sagt, das ist ganz deutlich eigentlich eine SPD-Handschrift und da kann man nur Ja sagen?
Also aus Sicht der, Partei, wenn man sagt, man hat 20,5% der Wählerstimmen bekommen, entsprechend im Parlament vertreten, ist das eigentlich ein grandioses Ergebnis. Genau. Das muss man ja erstmal sagen. Also es ist ja, Sie haben es ja geschafft, man könnte das ja alles, wenn man bösartig denkt, als eine besondere Verhandlungstaktik aus. Und dann muss doch der Parteitag was sagen und damit überhaupt aus den Sondierungen dann Koalitionsverhandlungen werden. Und dann müssen die Mitglieder befragt werden, um den Preis möglichst hochzuschrauben. Ich meine, das ist in dem Vertrag eindeutig drin. Und die andere Sache wäre ja, nehmen wir mal an, es käme zu diesem emotionalen Nein, wie Sie es genannt haben, dann ist ja auch die Frage, wenn dann irgendwann, da sind ja Neuwahlen in Bälde unvermeidbar, was ist denn eigentlich die Botschaft dieser Partei ans Wahlvolk? Will man dann auch konsequent als Oppositionspartei, also man kandidiert quasi für die Opposition, das ist ja quasi so ein bisschen die Botschaft, weil Sie sagen, die haben sich ja in den 3 Wochen dann nicht wirklich erneuert. Das ist das, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Ich glaube, man darf eins bei der SPD nicht vergessen, sie ist natürlich als linke Partei, und das ist sie in den Wurzeln natürlich immer noch, eine, die sehr idealistisch, das ist ja keine pragmatische Politik, sondern eine idealistische, man will sozusagen Gesellschaft und Menschen verbessern. Was sie am Ende bieten ist, Mindestlohn, sachgrundlose Befristung abgeschafft, da wird kein Mensch besser von. Also sozusagen, sie leben eigentlich von einer Erwartung, die sie nicht selbst erfüllen können. Und deswegen stehen sie immer da. Ich kann das gar nicht anders einordnen, wenn die dann sagen, ja, wir sind in den letzten Jahren nicht zur Geltung gekommen. Das Gegenteil ist richtig. Mhm. Schon der letzte Koalitionsvertrag hat alles, was die SPD hat, alles gemacht worden. Aber anscheinend ist die Emotion nicht dabei. Ja, aber das meine ich ja gerade. Ja. Die Emotion ist deshalb nicht dabei, weil sie im Grunde nur pragmatische Politik machen können. Wenn sie einen Kompromiss zu organisieren haben, und das müssen sie in der parlamentarischen Demokratie, außer sie haben wirklich 60% der Stimmen alleine, dann müssen Sie es innerparteilich machen. Wenn Sie mit anderen Kompromiss finden können, dann führt doch an der Notwendigkeit der pragmatischen Entscheidung kein Weg vorbei. Und das haben Sie irgendwie nicht begriffen. Ja, Frau Römmler, fehlt da die Emotion? Also muss für die Emotion sozusagen ein Vorsitzender sorgen? Ein bisschen war das ja letztes Jahr so mit Martin Schulz, dass man auf einmal gedacht hat, oh, jetzt haben alle wieder richtig, ja, sind irgendwie guten Mutes. Und da war so eine Aufbruchsstimmung. Aber es hat ja dann nun nicht lange gehalten. Aber dieser Faktor der Emotion und auch der Vision und dann im Gegensatz diese pragmatische, wie kommt die SPD da raus? Ich würde nicht sagen, dass es die Emotion ist. Ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen die Leidenschaft für die Politik. Das kam in der Rede, die Andrea Nahles, also diese 6-Minuten-Rede auf dem Bonner Parteitag, da kam diese Leidenschaft für Politik und auch diese Leidenschaft für die Gestaltung im Kleinen heraus. Sie sagte ja so schön in ihrer Rede, dass es das Große im Kleinen ist, was sie so begeistert. Und das hat mich auch wirklich nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Und dass es die kleinen Verbesserungen sind für die Menschen, die auch große Auswirkungen haben können, die Zufriedenheit schaffen, die natürlich auch die Kern-SPD-Klientel ansprechen. Ein Stichpunkt haben Sie beide genannt vorhin, und das ist die Frage nach der Führungspersönlichkeit innerhalb der Partei. Und das ist meiner Ansicht nach eine ganz entscheidende. Es braucht jetzt jemand, der nach innen und nach außen wirkt. Wir hatten bei der SPD 7 Jahre lang einen Vorsitzenden, der nur in die eine Richtung gewirkt hat, der nach innen auch immer so ein bisschen gefremdelt hat. Und mit Frau Nahles könnte es, wenn sie denn gewählt wird, sie hat ja auch Gegenkandidaten, das muss man auch sagen, könnte vielleicht eine Vorsitzende heranwachsen, die sowohl nach innen als auch nach außen wirkt. Und ich finde, diese Inhalte können nicht losgelöst von der Person diskutiert werden. Sie hatten an einem Punkt auch ein interessantes Format, was andere nicht erfüllen. Sie sagt dann auch mal einem Kevin Kühnert gegenüber, das ist Nonsens, was du hier erzählt hast. Ja. Diese Gradlinigkeit und dieses Rückgrat haben dann ja schon ein Herr Schulz und andere gar nicht mehr. Die biedern sich da alle an und sagen, ja, da ist ja schon klar. Aber auch mal klar zu sagen, was ein Unsinn. Nicht? Na, ich wollte auch mal was sagen. Wir beobachten ja immer Kompetenzen von Parteien. Was sagen denn die Wähler? Welche Kompetenzen ordnen die denn zu? Und wir haben natürlich gesehen, dass die SPD im Verlauf der letzten 10 Jahre in vielen Feldern einfach an Kompetenzzuordnung verloren hat. Mhm. Und sonst hätte sie auch nicht, ich habe mir die Zahlen noch mal rausgesucht bei der Bundestagswahl, 1,7 Millionen Wähler verloren, aber an alle, an die AfD 470, an die FDP, an die Linke, an die Grünen, an alle. Warum? Es fehlt das Profil. Und ich kann natürlich schwerlich, wenn ich also auch da noch mal zuschaue, wenn also selbst die Mehrheit der SPD-Anhänger sagt, es geht in Deutschland gerecht zu, wenn die Frage der sozialen Kompetenz oder die Frage, was ist denn soziale Gerechtigkeit, dafür kämpft die SPD, wenn sie auch da auch noch ständig abnehmen und das, wenn sie schauen, von
13 nach 17 ist die SPD runtergegangen, von 43 auf 38, was die soziale Kompetenz angeht. Und die Linken von 12 auf 16 hochgegangen. Das kommt ja auch nicht von selbst. Also die Kernkompetenzen der SPD, wo auch immer wieder festgestellt wird, mit der Agenda 20 hat sie ihre sozialdemokratischen Prinzipien aufgegeben. Das wirkt natürlich immer noch nach. Und die Frage ist, schafft es die SPD, also das, wenn ich so diese ganze Kompetenzlatte mir anschaue, schafft sie eine neue Kompetenz zu schaffen, vielleicht sich der Digitalisierungsopfer anzunehmen oder sonst was, oder schafft sie das nicht? Mit den traditionellen Inhalten scheint die SPD nicht gut gefahren zu sein und auch mit keinem Vorsitzenden. Aber das ist ja genau der Punkt, wo die Jusos dann sagen, wir müssen unser Profil schärfen und das können wir nur in der Opposition. Ja, aber wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf, es ist ein Phänomen oder eine Problematik, die SPD nicht alleine hat. Also die CDU hat die Frage, was ist eigentlich unser Markenkern und wie definieren wir uns, genauso wie beispielsweise die Grünen. Klar. Aber sie hat natürlich nie diese programmatische Prononcierung gehabt. Also SPD war immer eine Programmpartei und CDU, ja historisch, wie hieß sie früher, Kanzlerwahlverein, war ja so ein bisschen in den 60er, 70er, die zuschreiben, dass sie programmatisch sich auflädt, ist ja eigentlich als Biedenkopf und Geißler dann gewesen. Also insofern, ich meine... Also ich finde diese Gerechtigkeitsfrage, noch mal ganz kurz, nur ein Wort davor, finde ich einfach super. Weil man hat ja so das Gefühl, wenn man manchmal Fernsehdebatten hört, also das ganze Land ist ja total ungerecht. Ne? Aber CDU... 78%, die sagen, es geht gerecht zu. Bei den Grünen 68, muss ich mir vorstellen, und bei der FDP 64. Und wir wissen auch alle, die Grünen sind ja die größeren Zustimmer, was zu Frau Merkels Politik angeht. Also das finde ich auch bemerkenswert, dass sich also dann natürlich die Grünen und die FDP um die ähnlichen Wählergruppen streiten. Politik ist ja auch nicht unbedingt sozial ungerecht, also im Gegenteil. Also so, Frau Merkels Politik ist ja auch wirklich nicht sozial ungerecht, sondern im Gegenteil, sie macht da ja eher sozialdemokratisch. Jetzt hat die CDU am Montag ja sehr geschafft, die hat große Einigkeit demonstriert, hat ihre neue Generalsekretärin, die auch für alle überraschend eigentlich kam, Annegret Kramp-Karrenbauer, wurde mit großer Zustimmung, glaube ich, 98% gewählt. Frau Quadbeck, was ist denn das für ein Signal in Richtung SPD, dass die CDU da steht und irgendwie ganz einig ist, obwohl es da ja auch genug Kritik innerhalb der CDU gab? Also die SPD muss sich eigentlich so fühlen wie in der Geschichte mit dem Hasen und dem Igel, wo nämlich der Hase dem Igel sagt, dass er ja so viel schneller ist und der Igel stellt ja dann seine Frau ans Ziel und der Hase läuft immer hin und her, bis er dann irgendwann nicht mehr kann und umfällt und so muss es der SPD ein bisschen ergehen. Immer sich erneuern, immer diskutieren, immer debattieren, die Basis befragen und bei der CDU grummelt es ja auch und dann grummelt es so ein bisschen und dann geht der Deckel bei dem kochenden Topf mal ein bisschen hoch, aber fällt auch sofort wieder runter, weil Frau Merkel halt die Temperatur ein bisschen herunterregelt und dann ist ihr natürlich auch noch jetzt wirklich ein Kugelung, dass sie die Frau, die ja schon seit, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren zumindest als Geheimtipp gilt für ihre Nachfolge, dass sie die nach Berlin locken kann mit einem Amt, wo jeder normale Ministerpräsident gesagt hätte, das mache ich doch nicht, ich werde doch nicht Generalsekretär meiner Partei, das ist doch unter meiner Würde. Mhm. Und sie macht es und setzt sich auf diesen Posten, hält eine... ja, für CDU-Verhältnis wirklich fulminante Rede. Und ihr ist es auch seit Jahren erstmals wieder gelungen, tatsächlich so das Herz der Partei zu erreichen, was Frau Merkel ja eher nicht schafft. Und damit ist die CDU wieder gut aufgestellt. Zumindest kann man sagen, vor der Kurve, ne? Ja, genau. Also sie haben es einfach geschafft, jetzt stabilisiert wieder in eine Regierung zu gehen. Ob das alles so hält und wie sich dann demnächst der Herr Spahn als Gesundheitsminister verhält und ob er das Gesundheitsministerium nicht doch als ein Gesellschaftspolitikministerium interpretiert, das bleibt abzuwarten. Mhm. Und ob auch Frau Kramp-Karrenbauer nicht jede Menge Schwierigkeiten bekommt, wenn bei den Landtagswahlen die AfD vielleicht in Sachsen auch mal die CDU überholt oder so. Das kann ja passieren. Also es muss nicht alles so gut bleiben, wie es im Moment der Fall ist. Aber wir haben ja in Sachsen gerade keine Wahl dann auch. 2019 dann wieder. Ja, aber Ende des Jahres haben wir erstmal Bayern und Hessen. Hessen und Bayern. Aber trotzdem, was ist das für ein Signal in Richtung SPD, Frau Römmle? Wenn man jetzt als SPD-Mitglied sich das anguckt, diesen Parteitag, kann man dann denken, okay, wenn die sich so feiern, dann muss ich ja erst recht diesen Koalitionsvertrag ablehnen, weil wenn die das so gut finden, dann kann das ja nur eigentlich so ein Pro-CDU-Vertrag sein. Nein, eigentlich nicht. Also man muss ja nur den Koalitionsvertrag lesen oder Ausschnitte, Zusammenfassungen davon lesen und dann sieht man, wie viel SPD da eigentlich drin ist. Das sehen die Jusos aber anders. Also Kevin was die SPD aber absolut von der CDU lernen kann, ist, wie man geordnet seine Personalprobleme oder seine Personalherausforderungen angeht. Jetzt war für 2-3 Tage mal, das Bild war sehr schön, also der Deckel
hob sich etwas am Kochtopf, aber dann ging er auch schon wieder runter und dann wurden die Personalien präsentiert. Und das ist wirklich was, wovon sich die SPD was abschauen kann. Diese Umarmungsstrategie in Richtung Jens Spahn, also ich umarme meine Gegner, nehme sie mit ins Kabinett, da sind sie natürlich auch der Kabinettsdisziplin untergeordnet, war ein kluger Schachzug. Und das sollte die SPD wirklich zum Denken bringen. Ich könnte mir vorstellen, wir hören das ja auch hier und da, dass die Jusos, also Herr Kühnert, durchaus auch eine leitende Rolle dann haben soll, sollte die SPD der GroKo zustimmen. Also es bleibt abzuwarten. Mhm. Ich wollte nur eins sagen, irgendwann hat die FDP sich da auch mal zu 100% durchgesetzt in den Koalitionsverhandlungen. Ne? Also nach den Koalitionsverhandlungen, FDP damals und CDU, hat sich damals der Vorsitzende... hat sich damals der Vorsitzende hingestellt und hat gesagt, die FDP hat sich in allen Punkten durchgesetzt. Sie brauchten keine Abstimmung für die Mitglieder nachher zu machen. Aber was Frau Kamp-Karrenbauer angeht, sie hat natürlich auch wahnsinniges Glück gehabt bei der Saarlandwahl. Hätte nicht Herr Schulz damals vor der Wahl gesagt, und wenn wir ein gutes Ergebnis haben, dann gehen wir mit Herrn Lafontaine zusammen, dann wären da nicht 150.000 Nichtwähler für die CDU mobilisiert worden. Also das war der Anfang einer strategischen, in Anführungsstrichen, Meisterleistung der SPD, des ehemaligen SPD-Vorsitzenden. Also, was Sie richtig sagen, wir haben schon so viel erlebt in Deutschland, in der Politik. Lassen wir erstmal abwarten, was dann im Herbst passiert. Die beiden Wahlen sind jedenfalls sehr, sehr interessant. Ja, aber wenn man jetzt auch mal auf das Personal schaut, Herr Hüde, wer ist da für Sie jetzt überzeugend in SPD, auch aus Ihrer Sicht als von der Wirtschaft her? Wem würden Sie sagen, in der SPD, wo sagen Sie, das ist jetzt jemand, dem traue ich jetzt echt was zu in dieser großen Koalition, da kann das gut funktionieren? Also man hat ja allgemein so die Einschätzung, dass Olaf Scholz durchaus auch mit seiner Vergangenheit als Akteur in der Agenda 2010 ein Verständnis für Wirtschafts- und Finanzpolitik hat. Das will ich auch nicht ausschließen, aber ich will noch einen Satz vorher sagen. Es ist ja schon erstaunlich, wenn Sie sich den SPD-Parteitag mal Revue passieren lassen. Da ist keiner mehr in der Lage, überhaupt einen sinnvollen Satz zur Wirtschaftspolitik vorzutragen und auch willens es zu tun. Also wenn man mal genau hinschaut, ist die SPD nicht hinter Agenda 2010 zurückgefallen, sondern eigentlich hinter das Godesberger Programm. Also wenn Sie mal Godesberger Programm sich anschauen, was da für Sätze drin stehen, da müssten eigentlich die Jusos heute in Ohnmacht fallen. Das heißt also, die Partei muss sich auch mal fragen, wie sie an der eklatanten Kompetenzlücke, die Sie haben eben die Raster, die verschiedenen Kriterien erwähnt, bei der eklatanten Kompetenzlücke, die ja auch Gabriel nach der letzten Bundestagswahl zu Recht identifiziert hat, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsverständnis, überhaupt mal aufschließen will. Ich sehe da wirklich in der weit und breit keine Person, die das füllen kann. Es geht um Regulierung, es geht um Eingriff, es geht um Steuerung und das Ganze ist getragen von Misstrauen. Nun kann man ja ein bisschen Misstrauen haben, aber wenn ich allen gegenüber Misstrauen habe, kann ich keine würdige Politik machen. Das funktioniert nicht. Ja, und die Frage, wie ich mit der Globalisierung umgehe, ist ein Thema für Sie. Ich muss ja den Mut haben, sie zu gestalten. Ich kann sie aber nur gestalten, nicht als Regierung, sondern indem ich einen Rahmen setze, in dem die privaten Akteure vernünftig ihren Raum finden und dem ich auch Mut habe, mich international entsprechend aufzustellen. Also ich glaube, man darf nicht eins nicht verkennen. Sie haben gesagt, die FDP hat damals 100% durchgesetzt. Das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, dass jetzt schon wieder angefangen wird, die 70% von der SPD selbst nicht wahrzunehmen. So wie sie im Grunde sich abgesondert hat von der eigenen Programmatik der Agenda 2010. Ich meine, man muss da bei allem Streit, den wir auch unter Ökonomen haben, die Agenda 2010 ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg der Besserung des Landes gewesen. Neben der Internationalisierung der Unternehmen, der europäischen Seite und so weiter und so fort. Wir wären heute nicht bei 43,6 Millionen Erwerbstätigen, bei stabilen Normalarbeitsfeldern. Aber es ist sie hat sich abgesondert. Die SPD hat sich nie dazu... Und jetzt fängt sie schon wieder an. Sie haben es eben gesagt, die eigenen Sozialdemokraten glauben nicht an die Gerechtigkeit mehr in dem Sinne an ihrer Partei. Aber was hat sie denn gemacht in der letzten Legislatur? Mhm. Sie hat wesentliche Lücken aus ihrer Sicht, Mindestlohn, geschlossen. Das Thema Grundrente oder das Thema Rententhema. Rente mit 63. Ja, genau. Das Thema. Und jetzt sind 70, und wenn sie jetzt wieder anfängt, dann wird das auch nicht auf ihr Konto gehen. Ja, aber heißt das, sie hängt immer noch, diese Wundesagenda 2010 ist immer noch nicht verheilt? Ist nicht verarbeitet. Das ist ja, was Sie sagen. Nein. Sie hat im Grunde die Erneuerung nie begonnen. Die SPD ist immer noch traumatisiert von der Agenda 2010. Das kann man schon sagen. Und diese
opulente Sozialpolitik, die gemacht wird. Auch diese Sozialpolitik, die über das Ziel hinausschießt und Hypotheken auf die Zukunft aufnimmt, die unsere Kinder und Enkelkinder eines Tages zurückzahlen müssen. Das ist einfach sehr zukunftsvergessen. Und das hat mit diesem traumatisierten Zustand der Partei zu tun. Dass sie immer noch meinen, sie hätten etwas gut zu machen und gar nicht dazu stehen können, dass sie mit der Agenda 2010 verdammt viel gut gemacht haben, wie Herr Professor Hüther das gerade beschrieben hat. Und dass man vielleicht auch da ein wenig über das Ziel hinausgeschossen ist und manches zurückgedreht hat oder modifiziert hat, kann man ja in guten Zeiten machen. Aber dieses, es muss immer noch mal mehr sein und dann muss die Rente mit 63 noch mal getoppt werden mit einer Grundrente und mit einem höheren Rentenniveau. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ja. Aber ich möchte noch mal was sagen. Ein Beispiel. Ich weiß, wir haben irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal eine Studie für die CDU in Köln gemacht, als es da eine sogenannte Große Koalition gab. Die Ergebnisse waren für die CDU katastrophal. Und da haben wir gesagt, ja, das verstehen wir überhaupt nicht. Wir stimmen doch jedem sinnvollen Vorschlag der SPD zu. Ja, und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ein kleiner, aber das muss man den Jusis schon mal sagen, da gibt es natürlich was Wahres dran. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann irgendwann mal ein kleinerer Koalitionspartner gestärkt aus einer Koalition rausgegangen ist. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, ist natürlich so, dass den Mindestlohn alle Deutschen wollten, eben nicht nur SPD. Ja, Sie haben es gemacht. Ja, auch CDU, dann haben es gemacht. Gut, dann hat die Merkel gesagt, ich mache natürlich den Mindestlohn, ich stimme den zu. Das heißt also, zum Schluss ist der SPD nicht gelungen, wie es dem kleinen Koalitionspartner meistens nicht gelingt, zu sagen, wir haben was Gutes durchgesetzt. Bleibt meistens bei den anderen hängen. Das stimmt nicht ganz, wenn ich da einhaken darf. Also wir haben eine Studie gemacht. Jetzt haben wir natürlich auf nationaler Ebene nur sehr wenige große Koalitionen gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben das mal aber auf Länderebene einmal angeschaut, wo es deutlich, deutlich mehr gibt. Ich habe jetzt die Zahl nicht ganz auswendig im Kopf, aber es liegt zwischen 50 und 60. Und da zeigen die Zahlen ganz klar, dass der kleinere Koalitionspartner nicht unbedingt schlechter aus der, also der kleinere Koalitionspartner in einer GroKo nicht unbedingt schlechter rauskommt. Ja. Okay. Land. Land, ja, klar. Aber trotzdem kann man wichtige Dinge lernen. Ja. Ich würde aber jetzt trotzdem, auch wenn Sie meistens hier denken, es wird knapp positiv ausgehen, Sie haben gesagt, es ist offen. Was passiert denn, wenn die Mitglieder doch die Mehrheit haben, die Nein sagen und es wird wirklich, die Große Koalition wird abgelehnt? Was steht uns ein turbulentes Jahr 2018 bevor? Dann wird es lustig. Dann, die im Moment sagen die Politiker alle, dann ist der Bundespräsident am Zug. Ja. Aber was macht der Bundespräsident dann? Er wird Merkel zur Wahl vorschlagen. Wenn sie im ersten oder zweiten Wahlgang gewählt wird, dann ist sie Bundeskanzlerin, weil es ja sein kann, Sie sprachen gerade über den Großen Bundestag, da werden viele interessierte Abgeordnete dabei sein, die heimlich ihr Kreuz bei Merkel machen, weil sie eben nicht Interesse an einer Neuwahl haben. Dann ist sie erstmal Bundeskanzlerin. Wenn sie erst im dritten Wahlgang mit relativer Mehrheit gewählt wird, kann Steinmeier entscheiden. Und da würde ich vermuten, wenn Merkel ihm das Signal setzt, ich möchte nicht Kanzlerin einer Minderheitsregierung werden, dass er dann tatsächlich auflöst. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eine Minderheitsregierung gibt. Die wird einige Monate halten, meiner Meinung nach, bis Merkel dann irgendwann in dem Zustand ist, dass sie die Vertrauensfrage stellen muss, weil sie wichtige Dinge nicht durchkriegt. Und dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir dann Neuwahlen bekommen. Und jetzt wäre noch die Frage, strategisch für Merkel, macht sie es eher früher oder macht sie es eher später, was dann auch sehr viel damit zu tun hat, ob sie selbst noch mal antreten will, dann eher früher, oder ob sie es nicht will, dann so spät wie möglich. Ja, dann haben wir ja wie gesagt auch noch die beiden Landtagswahlen, Herr Schlinkert, bei Neuwahlen. Ich glaube nicht, dass die SPD doch Interesse hat, das länger zu stabil zu halten, bis sie sozusagen wieder ihr Image in der Öffentlichkeit stabilisiert hat, denn sie wäre dann ja derjenige, der diesen Pfad hin zur Unsicherheit, politische Instabilität geöffnet hätte mit diesem Votum. Und die müssten ja mit Sicherheit damit rechnen, dass sie nicht bei 20,5, sondern vielleicht mit 16% rauskommen. Weiß ich noch nicht mal. Also im Moment sieht es jedenfalls so aus, wir geben morgen Abend erst in dem Deutschlandtrend und in der ARD neuen Zahlen aus, aber so viel, das habe ich da heute schon mal reingeguckt, das sieht jedenfalls für die beiden großen Parteien eher so aus, als würde es da langsam wieder weiter nach oben gehen. Weil die Leute glauben, es kommt die GroKo. Deshalb. Ja, und wenn die nicht kommt, dann einer war schuld. Dann mal gucken, was dann passiert. Dann sieht die Welt natürlich wieder neu aus. Ne? Aber wie gesagt, es hilft ja kein Spekulieren. Wir wissen also irgendwann. Also Gedanken über die Zukunft muss man schon machen. Ne? Ja. Und das ist immer Spekulation, es hilft ja nichts. Aber wir versuchen uns ja Einordnung vorzunehmen, was dann passieren könnte, was heute plausibel ist, dann auch in den Gedanken derjenigen, die entscheiden. Aber
es wird eine instabile Situation geben und die Frage ist, wie lange die anhält. Und das wäre nur die Abwägung sozusagen. Was würde das denn jetzt zum Beispiel für die Wirtschaft bedeuten? Naja, das heißt, passiert im Grunde nicht viel. Das ist was wir im Augenblick feststellen, ist, dass die volkswirtschaftliche Entwicklung relativ eigenständig robust ist. Ich meine, wenn Sie überlegen, Brexit, Trump-Wahl, das hat nichts angehabt. Wenn Sie die vorherigen Prognosen sehen, war die Erwartung, es wird wirtschaftlich Reaktionen geben. Die hat es bisher so nicht gegeben. Wir haben eine ziemlich gut sozusagen durch Produktion, Investition, Innovation im Unternehmensbereich getriebene Entwicklung. Das ist auch durch die Beschäftigung mit unterlegt. Weltwirtschaftlich sieht es robust aus. Ich glaube, entscheidend ist eher die Frage, wie kann Europa damit umgehen, dass diese, wie hat Sikorski, der frühere polnische Außenminister, man sagt, diese unentbehrliche Nation, Deutschland, in Europa nicht mitspielt. Das ist ja das eigene Thema. Okay, wenn Sie mal überlegen. Das ist ja dramatisch. Wir würden jetzt in eine nicht handlungsfähige Regierungszeit bis in Herbst reinkommen. Heißt das, dass bis zur Europawahl im Sommer 2019 auch europäisch nichts mehr entschieden wird und nichts mehr durchsetzbar ist? Ja. Und das ist auch mit Blick auf Haushalt, mit Blick auf die Verhandlungen Brexit wirklich ein Desaster. Ja, aber es könnte eben passieren, Frau Römmle. Wer würde denn profitieren von der Schwäche der SPD? Wenn die SPD jetzt sich gegen die Große Koalition entscheidet, sicherlich die CDU, sicherlich Frau Merkel, für die SPD wäre das absolut existenzbedrohend, wenn jetzt die Mitglieder diesen Vorschlag der Großen Koalition bzw. diesen Koalitionsvertrag ablehnt. Das würde auch bedeuten, dass ein Großteil der Führungsriege in Frage steht. Die SPD hätte ganz schnell, wir hatten es vorhin ja angesprochen, die Personaldecke ist eh schon dünn. Und dann müsste und würde wahrscheinlich auch ein Großteil der jetzt bestehenden ersten Reihe auch abtreten. Also personell total ausgedünnt, absolut unglaubwürdig letztendlich auch in der breiten Öffentlichkeit, für Teile auch innerhalb der SPD. Also ich würde das für eine absolut existenzbedrohende Situation für die SPD halten. Oder man könnte sagen, dann wäre der Zeitpunkt, wo man sich wirklich erneuern könnte, Frau Quartberg. Weil das ist ja das, worauf die Gegner der Großen Koalition sich ja ganz neu erfinden. Ich glaube eher, dass es eine Implosion geben wird bei der Parteiführung. Und nochmal auf die Frage, wer würde noch profitieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grünen auch nochmal profitieren würden. Ja, ganz klar. Es würden nämlich die Parteien profitieren, die sich konstruktiv verhalten haben. Und die Grünen haben in den Jamaika-Sondierungen wirklich gezeigt, dass sie unbedingt regieren wollen. Und ich hielt es noch nicht mal für ausgeschlossen, dass Schwarz-Grün in Richtung Mehrheit marschiert, wenn wir dann Neuwahlen bekommen. Man übt ja gut in Hessen jetzt schon lange. Ne? Ja. Und da funktioniert es ja sehr ruhig. Effizient, geräuschlos. Mit einer CDU, der man das nie zugetraut hatte. Das ist ja ein Phänomen, dass wir bei dieser Wahl das erste Mal eigentlich beobachten, dass wir Parteien haben, die zur Wahl antreten und dann, obwohl sie könnten, erst mal sagen, sie wollen nicht regieren. Das ist völlig irre. Also, aber was heißt das, sagen wir mal, für das Bild der Volksparteien überhaupt? Also sind die Grünen denn eigentlich dann die neue Volkspartei, Herr Schwenker? Also man muss erst mal sagen, wir gucken uns ja immer aus, woraus speist sich denn welche Partei? Und das war ja früher alles sehr schön, kann man immer sagen, so und so und so und so. Das war alles sehr einfach. Und das Einzige, was wir jetzt eben gut sehen, ist, dass die FDP und die Grünen sich eigentlich um die gleichen Wählerpotenziale streiten. Das sind die besser gebildeten, die ein gutes Einkommen haben. Und ich habe immer gesagt, früher hat man immer gesagt, das waren dann die Zahnarztfrauen in Hamburg, die Grünen gewählt haben, weil es denen so gut ging. Ne? Aber inzwischen sind das die zwei, die eigentlich ziemlich entscheidend sind dabei, wie geht es eigentlich weiter. Von der FDP hört man nicht so viel, aber bei der SPD, über die wir heute reden, das fand ich schon ziemlich erschütternd, dass sie bei der Wahl ja an alle Parteien verloren haben, und zwar in etwa der gleichen Größe. Und dieses Profilproblem, was die SPD hat und besonders natürlich auch im Osten hat. Wir erinnern uns alle, was passierte in Magdeburg, als man sich hat tolerieren lassen von der PDS damals, hieß sie noch, und da wurde ja dann Linke. Da haben viele Menschen, ich auch, gesagt, passt auf, das könnte euer Ende im Osten sein. Weil natürlich die Linke eine viel sozialere Partei in den Augen vieler Ostdeutscher war als die SPD. Was haben wir jetzt? Wir haben in vielen Bereichen die SPD, in Sachsen 10% oder was da eigentlich passiert ist. Und deshalb ist schon die Gefahr, dass wenn die jetzt sagt, wir gehen auch nicht in diese, oder die Mitglieder sagen, nee, wollen wir alles gar nicht, so leicht lässt sich ja eine Partei, die es schon so lange gibt, nicht neu erfinden. Sie können sagen, aber sie muss sich eigentlich inhaltlich
neu erfinden. Ja, oder muss sie sich innerlich neu erfinden, klar, oder braucht sie sozusagen einen neuen Willy Brandt? Dann, auf den schauen sie dann das doch immer alle noch. Es ist ja am Ende nicht zu trennen. Es ist doch am Ende nicht zu trennen. Sie können doch Inhalte ohne glaubwürdiges Personal nicht hin, und ein Personal, das keine überzeugten Inhalte hat, kann auch nicht glaubwürdig sein. Und diese Differenz, Sie haben es ja auch im Grunde von angesprochen, dass der jetzt vorherige, als das Außenminister amtierende Parteivorsitzende im Grunde nach außen gewirkt hat, aber die Partei innen nicht sozusagen mit Themen beschäftigt hat. Ich meine, es ist ja auch eklatant. Aber ist jetzt, also Gabriel ist jetzt sehr beliebt als Außenminister. Soll der jetzt weiter in dieser Rolle bleiben? Oder wie soll die Partei mit ihm umgehen? Also das ist eine Parteifrage. Das ist aus Sicht des Außenamtes, kann man das als gut finden. Das muss die Partei entscheiden. Ich wollte nur sagen, er hat ja im Grunde zweimal auch die entscheidenden falschen Wegstellungen zu verantworten. Er hat die Hoppla-die-Hopp-Entscheidung Steinbrück zum Kanzlerkandidat und Hoppla-die-Hopp Schulz. Und jedes Mal war es so, dass in der Parteizentrale nichts vorgedacht war. Also ich meine, wenn wir fragen nach Glaubwürdigkeit und nach inhaltlich, dann fragt man sich ja, worüber haben die eigentlich die letzten 10 Jahre inhaltlich mal nach? Was machen die da eigentlich einen lieben langen Tag? Darum geht es doch, solche Inhalte auch mal zu. Die haben doch auch mit der Friedrich-Ebert-Stiftung auch eine Denkfabrik, in der man nicht nur, aber wenn man da hingeht, das ist alles rückwärtsgewandt. Die beschäftigen sich jetzt mit 200 Jahre Marx, ist ja auch interessant, aber ist das die Botschaft für heute? Ja, und das vermisst man. Und das ist aber hätte längst auf den Weg gebracht werden können. Und dann gibt es auch Personal, aber das war ein Personal, das die Inhalte nicht gefüllt hat. Dann kriege ich es nicht zusammen. Und in dieser Existenzkrise, in der die SPD nun ist, wie kann sie sich denn dann, wenn sie jetzt Ja sagt, Frau Quadbeck, wie kann sie sich dann in der Regierung profilieren? Also die Konstellation, die sich Nahles jetzt überlegt hat, dass sie nämlich nicht in die Regierung geht, sondern Partei- und Fraktionschefin ist, das finde ich zumindest ein interessantes Modell. Ich würde auch da jetzt keine sehr hohen Hürden abschließen, dass das sofort formidabel funktionieren wird. Es ist aber trotzdem ein interessantes Modell, weil sie hat ja die Regierungserfahrung. Sie wird mit im Koalitionsausschuss sitzen, das heißt, sie wird schon mitmischen. Sie hat aber immer noch die Freiheit, als Fraktionschefin dann durchaus im Bundestag auch Merkel Paroli zu bieten. Das ist eine ganz gute Ausgangsposition und sie hat kein Ministerium am Hals und hat dadurch auch etwas mehr Zeit, so einen Prozess zu organisieren. Und ich schätze die Nahles so ein, dass sie den Fehler, den Sie gerade von Gabriel beschrieben haben, dass sie den nicht machen wird. Ich glaube, dass sie sehr klar sieht, dass sie in 2 Jahren Kanzlerkandidat haben muss, also wenn diese Koalition 4 Jahre hält, also wenn jetzt alles glatt läuft, dass sie in 2 Jahren jemanden haben muss. Ob das jetzt sie ist oder Herr Scholz, der da ihr Konkurrent durchaus ist, die beiden sehe ich im Moment in dieser möglichen Startposition, das wird sich zeigen, aber sie wird eine Entscheidung treffen müssen und ich traue ihr zu, das zu tun. Also, dass sie da so viel Stärke hat, das auch zu machen und die Partei mitzunehmen. Sie ist durchaus jemand, der gut in die Partei nach innen kommunizieren kann. Das hat sie als Generalsekretärin sehr gut getan. Man hat ja immer so dem Gabriel zugerechnet, dass er der SPD das Selbstbewusstsein wiedergegeben hat nach diesen verschiedenen historischen Wahlniederlagen, eine nach der anderen. Aber da war Nahles sehr stark daran beteiligt, indem sie eben wirklich kommuniziert hat, was Gabriel nicht so besonders gut kann. Das ist schon ihre große Stärke. Herr Schlinkert, wer ist denn beliebt bei der Bevölkerung? Wen würden Sie da sehen bei der SPD als diejenigen, die die Zukunft gestalten können? Ja, also wir fragen ja, wenn wir die Leute fragen, wen mögt ihr denn? Ne? Das ist natürlich schon gewesen, dass Gabriel ganz unten angefangen hat. Ne? Gabriel war in der Zustimmung, wir fragen ja immer, wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von? Und da war der ganz unten und dann war Schulz ganz oben und in dem Maße, wie Gabriel als Außenminister immer weiter nach unten ging, Schulz immer weiter nach unten, ist natürlich auch irgendwie, ja, ist eine große Tragik eigentlich für 2 Parteianhänger. Und natürlich ist Gabriel immer noch ganz oben, weil die meisten deutschen Außenminister waren immer sehr beliebt. Westerwelle zum Schluss auch, weil was tun sie denn, Anna? Sie sagen in der ganzen Welt, wie lieb und gut wir Deutsche sind und dass wir überall für den Frieden sind. Da kann ja auch keiner gegen sein. Und das hat ja auch Gabriel ganz gut gemacht. Ich kann nur sagen, Nahles kommt so langsam ein bisschen in dem Bewusstsein nach oben, auch bei der Frage, wie man die Arbeit beurteilt. Aber es ist ja auch wirklich nicht so, dass wenn ein politischer Mitspieler noch nicht ganz oben angekommen ist, dann können ihn ganz viele Leute auch noch gar nicht beurteilen. Viele Menschen in Deutschland sehen die Frau Nahles, haben sie gesehen, aber ja nie so intensiv wie ein Außenminister, wie eine Bundeskanzlerin, wie Bundesminister, nicht auch nicht alle einige. Also es ist alles zu früh. Ich sage immer, muss man abwarten, bis es dann soweit ist. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Jedenfalls, was ich ganz interessant finde, ist, die Frage, 91% der AfD-Wähler, wollen nicht über die AfD reden, haben gesagt, wir wählen die AfD,
damit die Bundesregierung ihre Flüchtlingspolitik ändert. Und nun hat sie ja inzwischen eine Obergrenze und nun ist diese Frage nach dem Familiennachzug geregelt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie viele dieser AfD-Wähler immerhin, die 1,7 Millionen, die von der CDU dahin gegangen sind und die 1 Million, die bei der FDP hängen geblieben sind, das jetzt merken und wieder zurück zu den Regierungsparteien gehen. Das ist für mich die eine der interessantesten Fragen, die wir hier nicht zu Ende diskutieren müssen. Wir reden ja heute über die SPD, aber auch da ist die SPD natürlich gefordert, inhaltlich was zu tun dabei. Ja. Und da hat sie natürlich eine große Distanz zu ihren Wählern und zu den Interessen ihrer Wähler als das, was sie sozusagen aus Wolke 7 gelegentlich artikuliert. Ich glaube, dass zum Beispiel Familiennachzugsthema für die Wähler der SPD eine ganz andere Bewandtnis hat als für die Funktionärsschicht. Da hat die sich auch, da ist eine große, also wenn man sich sozusagen die Abstufung Funktionärsschicht, Mitglieder, Wähler, dann haben sie da ein loser gewordenes Band. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil sie eben gesagt haben, in alle Richtungen sind die geströmt. Das macht das auch deutlich. Das kann man bei Parteitagen immer gut beobachten. Worüber wird bei SPD-Parteitagen, also die Sprache schon von den Funktionären, die aufstehen und ans Mikrofon gehen, ist immer sehr akademisch. Früher wurden da so Probleme aus dem Leben besprochen und heute hat man mal mit irgendeiner Krankenschwester gesprochen. Ja, also man muss dann herhalten sozusagen. Ja, genau, man kennt es nicht mehr so aus dem Leben. Das ist ist sehr auffällig. Ja, hat die SPD da den Bezug zur Basis verloren und ist sie deshalb vielleicht auch so erstaunt über das, was da jetzt passiert ist mit der No-GroKo-Aktion? Ja, also die Beobachtung, die Sie gerade geschildert haben, den würde ich voll und ganz zustimmen. Ich glaube aber, dass Frau Nahles als mögliche neue Parteivorsitzende da den Ton auch treffen kann. Also ich glaube, da geht es auch viel um Tonalität und wie man seine Mitglieder anspricht. Es ist eine ganz schmale Gratwanderung. Also Pippi Langstrumpf sollte sie nach Möglichkeit nicht mehr singen. Ich fand auf dem Parteitag, um nochmal auf diese Rede zu kommen, dass sie den Ton da sehr gut getroffen hat, wobei das auch ein ganz schmaler Grat war. Also ich glaube, sie kann das durchaus schaffen, aber natürlich ist die Beobachtung, die Sie da gerade geschildert haben, absolut richtig, dass diese Kette immer weiter auseinandergezogen ist. Und aber bei der ganzen hast du ja gesagt, die zeigen uns den Vogel, wenn wir das ablehnen. Deshalb vielleicht am Schluss nochmal, wie wird denn der ganze Prozess auch mit dem Mitgliederentscheid Ihrer Meinung in der Bevölkerung so aufgenommen? Ist das eigentlich ein Verben für unsere Demokratie oder ist das eher was die Leute irgendwie ablehnen lässt? Also, dass eine Partei mit sich ringt, sollte man ja durchaus positiv sehen. Und dass sie auch mit Spannungen versucht umzugehen und die irgendwie aufzulösen, das kann man auf dem Parteitag machen oder solche Befragungen. Ja. Nur, ich sag mal, was, glaube ich, wirklich schwer vermittelbar ist, das Führungsversagen. Und das hat natürlich mit dem Personal zu tun, mit dem Kanzlerkandidaten, aber auch mit allen anderen, die drumherum gestanden haben und nichts eingeworfen haben, als er 18.03 Uhr am Wahlabend gesagt hat, mit uns nicht und ich werde nie dein Kabinett. Also die persönlichen Wahlversprechen, die Herr Schulz sich anrechnen lassen muss, ohne dass man irgendwas Bösartiges sagt, sind so evident, dass man fragt, das muss sozusagen von unten aufgebaut werden. Also beides spielt also zusammen. Also das Ringen mit sich selbst. Für die Parteiendemokratie, aber das, was Sie halt auch als Personalfehlentscheidung gravieren. Ich finde gelegentliche Beschlüsse von Parteien, von der Basis, finde ich in Ordnung. Aber ich finde jetzt gerade, dass das so am seidenen Faden hängt. Bekommen wir diese Regierung oder nicht, wo die CDU schon zugestimmt hat, die CSU hat zugestimmt. Und wenn ihre Umfragen sagen, dass die Mehrheit der Bürger das inzwischen eigentlich wünscht und es auch so einen gewissen Auftrieb für die großen Parteien gibt, dann finde ich das eine sehr schwierige Situation. Und es kommt ja auch noch hinzu, wir haben frei gewählte Abgeordnete im Parlament und denen wird vorgeschrieben, ob sie nun die Kanzlerin wählen dürfen oder nicht. Deshalb Sie sind schon noch allein ihrem Gewissen fahren. Sie müssen sich selbst dem unterwerfen. Ne? Ja, aber die Partei macht eine Vorgabe, ob sie in diese Koalition gehen dürfen oder nicht. Das ist schon, das ist auch schon wieder eine Einschränkung der Demokratie. Das macht der Parteitag bei der CDU aber auch dann. Und das sind dann weniger. Das sind dann nur weniger. Und jetzt diese Begleitmusik, die man hat von der SPD insgesamt, da geht, glaube ich, der Schuss so etwas nach hinten los. Was ja auch dazu führt, dass eben im Moment die Umfragewerte so schlecht sind, weil die Bürger es nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Herr Schlinkert, haben die Bürger keine Lust mehr auf dieses ganze Gezänk? Also sag mal,
die Bürger sagen, um es nochmal zu sagen, die sagen, zu über 80, über fast 90% der Wirtschaft geht es gut. Ja. 85% sagen, mir persönlich geht es gut. Das hat es auch noch nie in Deutschland gegeben. Ja. Und sagen auch noch, nächstes Jahr geht es mir noch genauso gut. Aber was findet sich keiner, der regieren will? Ja, also was sagen die denn? Was sagen die denn? Das Allerwichtigste, was wollen denn die Menschen? Sie möchten gerne in Wohlstand leben, möchten ein anständiges Bildungssystem haben. Das ist ein Riesenproblem, ist auch eine Riesenfrage, die immer wieder genannt wird. Ja. Bildung, Bildung, Bildung. Ja. Und sie möchten gerne, dass ihre Kinder in Frieden leben können. Mhm. Und sie möchten gerne, dass, wenn sie ins Krankenhaus gehen, sie gut behandelt werden. Ja. Und sie freuen sich natürlich sehr, wenn sie eine Regierung haben, die sowas durchsetzt. Aber gibt es Verständnis für dieses Hin und dieses lange Dauern, diesen Mitgliederentscheid? Nein, natürlich sagt die Mehrheit, wir fänden es gut, es wäre schon viel schneller passiert. Mhm. Aber das ist doch selbstverständlich, wenn man die Frage stellt, haben Sie Verständnis dafür, dass es so lange dauert, bis eine Bundesregierung wäre? Wer sagt dann, ja, ich habe Verständnis dafür, ist doch ganz klar. Okay, gut, wir werden sehen am Sonntag, Mittag wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell diese Schlitzmaschinen der SPD aufwenden. Das ist ein neues Wort. Also es müssen ganz viele Umschläge geöffnet werden und das dauert, aber am Sonntag, Mittag ungefähr, werden wir... Umschläge geklebt, nicht wie in Österreich. Werden wir hoffentlich ein Ergebnis haben. Gibt es keine russischen Hacker. Nee. Und Sie werden das alles natürlich bei Phoenix mitbekommen. Schlitzer. Natürlich wird Phoenix den ganzen Sonntag auch darüber berichten. Morgen gibt es aber erst noch mal eine Phoenix-Runde mit meinem Kollegen Alexander Kehler. Thema ist dann Streit um die Tafel. Ist nicht genug für alle da. Also schauen Sie wieder rein. Bis dann. Tschüss.